Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um Kreativdepot. Tadatata. Das wollte ich euch noch mal eben zeigen. Danke, lieber Bote, dass du dieses Happy Päckchen auslieferst. Wir wünschen dir einen tollen Tag. Das gibt's auch als Stempelset, das habe ich euch letztens gezeigt. Botengrüße müsste das, glaube ich, heißen. Und ja, es gab ja den Tütentango. Und das hatte ich euch auch in den Community-Beiträgen gezeigt. Also wenn ihr mir noch nicht folgt und die deswegen nicht seht, macht das auf jeden Fall mal. Da halte ich euch immer auf dem Laufenden. Und Kreativdepot hat auch schon gepostet, dass es das ein oder andere Mal vielleicht nochmal geben wird. Und ja, ich schneide das jetzt einmal auf. Ich habe nämlich noch diesmal gar nicht reingeschaut, weil ich dachte, nee, 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 da will ich euch meine Live-Reaktion zeigen. Wir können schon mal so viel sagen, hat ein Vögelchen gezwitschert, es macht keinen Sinn, mehrere zu kaufen. Gut, dass ich das getan habe. Ich habe zwei Stück bestellt, weil da sind die gleichen Stempelsets drin. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Man kann ja auch alles wieder weiterverkaufen oder verschenken, je nachdem. Ich guck mal, für wen da das Passende bei ist. Und ja, was war denn eigentlich dieser Tütentango, bevor ich es euch zeige? Beim Tütentango habe ich 44 Euro bezahlt für ein A5 Kreativdepot-Stempelset, für ein A6 Kreativdepot-Stempelset und für 5 Stanzen von Fremdmarken, die dann wahrscheinlich mal die Mittwochsspeziale waren. Und ja, ich habe davon zwei bestellt und noch ein Blatt Papier. Weil dann war ich bei 89 Euro und konnte mir ein großes Goodie-Set raussuchen. Und tadatata, so sieht das schon mal aus. Wir haben hier schon mal zwei Goodies. Och, ist der süß. Guckt mal. Die Kamera. Oh, die finde ich ja genial. Und warte, hier haben wir noch einen zweiten. Guckt mal. Willkommen. Und da ist so eine Smiley-Perle bei. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Oh, die Kamera finde ich ganz großartig. Ist genau mein Stil. Ha, herrlich. So kann das doch anfangen. So, und da ist jetzt mein Tütentango drin. Also diese Sticker kriege ich davon einfach nicht ordentlich ab. Aber hübsch sind sie. Viel Freude mit deinem Happy Päckchen. Liebe Grüße von den Lagerfeen. Ta-ta-ta-ta. Ich habe die Moin-Karte bekommen. Sehr cool. Die finde ich sehr genial. Ne, so sieht die denn aus. Liebe Grüße. Vielen Dank für die Karte. Aber habe ich doch noch irgendwas anderes bestellt? Muss mal eben stickern. Leute, was habe ich denn bestellt? Da ist noch irgendwas drin. Das muss ich mir gleich mal angucken. Also hier ist der eine Tütentango. Hier ist der andere Tütentango. Und hier ist noch das Papier. Jetzt fragt nicht, aber ich muss das haben, weil ich fand das so schön. Und es war natürlich dann zu Ostern ausverkauft. Frohe Ostern, entspannte Osterzeit, liebe Ostergrüße, hasige Ostern, schöne Ostertage, kunterbunte Ostergrüße. Und ich finde diese Hasen so süß und die passen halt dann perfekt auf den Kartenaufleger. Und ja, Ostern kommt ja nächstes Jahr wieder. Deswegen musste ich das einfach tatsächlich mal haben. Hasige Ostern. Und das ist dann auch einfarbig. Und wie gesagt, ich fand die so knuffig. Und ich möchte ja jetzt auch ein bisschen in Vorproduktion gehen bei den Karten, sagte sie und hat immer noch nichts für Weihnachten. Wir wollten jeden Monat eine Weihnachtskarte basteln. Hat bislang nicht geklappt. Mal gucken, zu Nikolaus dann vielleicht. Und deswegen dachte ich, hole ich mir schon mal was für schnelle Osterkarten. Aber das nur am Rande. Oh, warte, nicht, dass die Sticker hier. So, Miss Tütentango, Tütentango, Goodie-Stempel. So, und Miss, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß, was ich bestellt habe. Och, bin ich doof, selbstverständlich. Ihr Lieben, das habe ich nicht in dieser Bestellung bestellt. Deswegen, es hat alles seine Richtigkeit. Deswegen konnte ich mich daran jetzt nicht dran erinnern. Das hier ist eine vorherige Bestellung. Das Buchbindeliebeset. Die Buchbindehilfen. Zeig sie euch ganz kurz, aber darum geht es heute nicht. Da kommt noch mal ein Video. Aber ich habe auch noch nicht viel anderes Material dazu. Und das stand dann überall so hübsch. Kreativdepot. Und das ist dann so für die Ecken. Und
Guck mal hier mit der Buchbindeliebe. Das fand ich einfach sehr schön. Und damit kann man dann zum Beispiel solche Alben basteln. Und ja, oh, das ist auch so ein schönes Papier von denen. Richtig, richtig toll. Und dafür habe ich mir jetzt das passende Werkzeug gekauft. Aber wie gesagt, darum geht es heute nicht. Und das ist mein großer Goodie-Stempel, den ich mir rausgesucht habe. Wenn du meinst. Ja, aber nö. Naja. Und hier ist ein kleiner Wurm. Und den fand ich auch so genial. Oh, auspacken. Ihr seht sonst den kleinen Wurm nicht. Das geht ja nicht. Hallo. Guckt mal. Kamera bitte. Jetzt habt ihr ihn. Ist der nicht süß? Den fand ich so großartig. Dann haben wir noch den Bären. Der ist tatsächlich nicht so mein Design. Und die kleinen Blümchen. Und wie gesagt, diesen kleinen Wurm hier. Den musste ich einfach haben. So, da habe ich dann mein erstes Stempelset von den neuen Goodie-Stempeln. Ja, mit welchem fangen wir an? Mit dem, was schwerer ist. Absolut keine Ahnung. Wir fangen hiermit an. Wie gesagt, mir wurde schon verraten, die Stempelsets werden jetzt die gleichen sein. Mit Pech habe ich auch exakt zweimal das gleiche gekauft. Wir finden es jetzt heraus. So, halt mir die Spannung erstmal. Zieh einmal eins nach dem anderen raus. Oh, wir fangen mit dem Stempelset an. Das Stempelset heißt Geschwungene Grüße Modern 3. Das ist süß. Ich pack mal das Plastik hier direkt weg. Wir haben hier, du bist mein Zauberstern. Etwas zum Verzaubern. Kuschelfeste Umarmung. Du bist einfach zauberhaft. Den finde ich auch sehr cool. Eine Portion Glitzer. Oh, Hammer. Glück zum Essen. Vernasch mich. Vogel, Vogel, Vogel. Die finde ich auch sehr süß, die drei. Die Welt braucht mehr Räubertöchter. Ronja Räubertochter. Das habe ich als Kind auch relativ viel geguckt. Und ein perfektes Stempelset für mich. Mi, 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 mi. Ich habe sogar richtig so ein T-Shirt, ne? Mi, 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 mi. Herrlich. Okay, das finde ich tatsächlich ein sehr cooles Stempelset. Und ich habe es nicht. Da war ja die Gefahr auch da, dass man was kauft, was man hat. Aber die sind ja relativ wertbeständig. Also kann man sie dann auch im Zweifelsfall weiter verkaufen. So, ich ziehe raus. Die ist cool. Eine Rahmenstanze. Offiziell eine Christmas-Stanze. Ja, okay, hier, das sind, könnten Weihnachtsbäume sein. Aber es könnten auch Pfeile sein. Also die finde ich tatsächlich sehr cool. Nö, die mag ich. Die finde ich cool. Also die darf auf jeden Fall schon mal bei mir bleiben. Studio Light. Die ist auch von Studio Light. Die ist ziemlich basic. Und ich weiß nicht, ob ich so ein Fan davon bin, dass das hier halt zusammengehört. Tut es, weil es wirklich sehr, sehr fein ist, wenn ihr mal guckt. Aber ich... Dann stanzt man immer so viel aus. Da bin ich jetzt nicht so der größte Fan von. Aber Luftballons und auch hier kleine Wimpel gehen natürlich immer. Hier seht ihr das nochmal. Aber, also ohne das jetzt böse zu meinen, wie will ich denn die 17 aus dem Luftballon ausstanzen? Wenn ich die 1 in den Luftballon, das funktioniert gar nicht. Und die Verbindungsstücke sind so groß, ich hätte die jetzt nicht gebrochen. Gut, dann ist die doch da, dass man sie bricht. Weil ansonsten kann man das hier gar nicht ausstanzen. Okay, da... Ah, oder ist es raufgeklebt und nicht ausgestanzt? Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Aber ein Ad-Zeichen ist immer ganz cool. Also die ist okay. Oh. Hier bin ich ehrlich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die einfach schon bei jemandem gesehen habe. Oder ich sie schon habe. Aber die ist schön. Ich zeige euch die mal so, wie das gedacht ist. Und man kann sich natürlich auch überlegen, also ich bin ehrlich, 3 Mattungen sind mir wahrscheinlich ein bisschen too much. Dann könnt ihr auch mit 2 arbeiten. Ihr müsst ja nicht alle 3 nehmen. Die finde ich aber echt ganz süß. Ja, Schmetterlinge mag ich. Und man kann natürlich auch die Schmetterlinge nicht einzeln nehmen. Nur den inneren. Aber das sieht dann wahrscheinlich eher doof aus. Ja, aber sehr coole Stanze. Die mag ich auch. Und ihr könnt ja überlegen, was die Dinger sonst kosten. Okay, die ist sehr cool. Guckt mal.
kann man einmal so Blümchen staffeln und dann noch zwei große und so Blätter. Also die großen mag ich sehr gerne, aber auch das hier sieht, glaube ich, sehr niedlich aus, so gestaffelt aufeinander. Also das ist so ein Basic-Set, das kann man doch immer gebrauchen, oder? Sehr cool. Und hier muss ich gestehen, habe ich ja kurz an Haselnüsse gedacht. Aber hier sieht das wieder eher aus wie Knospen. Das mag ich sehr gerne. Ich glaube, das ist mein Favorite-Stanzen-Set bislang. 1, 2, 3, 4. Da müsste jetzt die letzte kommen. Das ist nicht die letzte. Ich bin verwirrt. Und ich finde sie furchtbar. Ich mag sie nicht. Sorry. Guckt mal. Also ich glaube, als Hintergrund kann die ganz cool sein. Aber das ist mir viel zu filigran zum Kleben. Ich weiß, einfach doppelseitiges Klebeband hinter. Aber ich weiß nicht, das wäre eher ein Stencil für mich. Als eine Stanze. Also die wird weiterziehen. Weil die mag ich tatsächlich gar nicht. So, aber ein Stempelset und 5 Stanzen habe ich euch doch gesagt, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Hä? Hier sind noch welche drin. Wartet mal kurz. Abbruch, es ist alles richtig. 8 Stanzen sind da drin. Das ist ja noch verrückter. Also ich wäre auch damit schon zufrieden. 8. Also es hat alles seine Richtigkeit. Ich habe nur ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das sind Stanzen, die ich cool finde, die ich mir selber wahrscheinlich nicht kaufe, weil sie mir zu teuer sind. Mit den Rasenkanten. Aber sowas kann man immer gebrauchen. Ja, hier habt ihr mal die beiden und hier kann man die schön übereinander legen. Und damit kann man sich natürlich auch ein Stencil basteln, wenn man Rasen eher wischt. Also das finde ich super und es ist wirklich lang. Wartet mal kurz. Guckt mal, 21 cm. Also kann man super für ein A4-Blatt sogar nehmen. Hammer. Das finde ich sehr cool. So ein Basic, den ich nicht habe. Also zumindest nicht in der Länge. So, wartet mal, dann machen wir mal. Die sind Hammer, das finde ich auch ganz cool. Die ist gut, aber nicht Hammer. Und die ist schlecht und die ist okay. So, haben wir es. Ja, leg es auf den Umschlag drauf. Nein, jetzt wird das Stempelset kommen. Das machen wir nicht. Das Stempelset kommt als letztes. Oh, Leute. Hier ist noch ein Stempelset bei. Hammer. Von Studio Light. Diese Etikettstanzen. Das finde ich auch sehr schön. Mega cool. Das finde ich, sieht ein bisschen witzig aus. Da bin ich gleich mal gespannt. Und dann noch die Herzen. Und dann haben... Ach, hier. Ja, den mag ich tatsächlich nicht so. Happiness is, loves is, smile face. I'm not messy, I'm creative organized. Ich bin kein Messi. Ich bin kreativ organisiert. Passt hier auf jeden Fall in mein Kreativzimmer gut rein. Und hier seht ihr das einmal ausgestanzt. Quasi das sind die Sachen. Und der Text passt da so rein. Wie gesagt, die Herzen mag ich persönlich jetzt nicht so gerne. Aber das ist ja Geschmackssache. Und davon gibt es noch ganz, ganz viele Sets, wo man quasi so die großen holt. Und das sind dann die kleinen Sets für oben drüber. Aber kann man auch super alleine benutzen. Also das finde ich wieder sehr, sehr cool. Vor allem, wenn man überlegt, was das kostet normalerweise. So. Dann kommt jetzt die letzte Stanze. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, die letzte Stanze. Ah, guck mal, die ist größer. Guck mal, die ist ähnlich wie die Schmetterlingsstanze. Nur einmal ja in dem Format und einmal in dem. Aber finde ich sehr cool. Die ist auch ein bisschen basicer. Also die finde ich, kann man gut benutzen. Gefällt mir. Sehr cool. Die kommt mal damit drauf. So, und jetzt kommt das Stempelset. Oh, das ist schön und ihr seht es noch gar nicht. Ich zeige es euch erstmal rückwärts. Grüße, Banner. Ne, und das sind so ein paar alte Raritäten, die noch irgendwo aufgetaucht sind, wie das manchmal so ist. Seid ihr bereit? Ich finde es mega genial. Ta-ta-ta-ta. Guckt mal bitte, wie schön das ist. Wir haben hier oben die dunklen. Leben, lieben, lachen. Alles Gute für dich. Herzliche
Einladung zur einfach so für das zum glücklich perfekten Zauberschön, eine Umarmung, Glückwunsch, Glückspost, Glücksstern. Und hier haben wir dann noch Geburtstagskind, Hochzeit, Geburtstag und hier dann noch diese Federn. Das finde ich ja genial. Mega, guckt mal. Also das waren jetzt die Stanzen und das waren die zwei Stempelsets. Die finde ich sehr, sehr schön. Also das hat sich gelohnt, oder? Was sagt ihr? Also, ne, beim anderen sind die Stempelsets die gleichen, aber die Stanzen hoffentlich zumindest ein paar anders. Mega, oder? Mega, mega, mega. So, also, die beiden Stempelsets mag ich total gerne. Alleine guckt euch diese kleinen Vögelchen an, oder? Richtig genial. Das ist einfach ein cooles Basic und ich finde es halt krass, weil hier auch noch Stempel bei sind. Finde ich richtig schön. Mag ich auch total gerne und die sind wunderschön. Vor allem hier die Blumen, die kann man so schön layern. Dann haben wir zwei, mit denen wir Mechaniken machen können. Für so interaktive Karten. Und dann noch zwei, die ich nicht so gut finde. Aber ganz ehrlich, hätte ich gewusst, was drin ist, hätte ich es trotzdem gekauft. Ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, 44 Euro. Und ich bin in love. So, das war mein erster Tütentango. Und jetzt kommen wir zum zweiten. Ihr könnt ja jetzt mal raten, wie viel ich doppelt haben werde. Also wir haben insgesamt 10 Produkte. Ich sag mal 6. 6 habe ich doppelt. Wir gucken. Ich ziehe jetzt einfach mal so kreuz und quer. Oh nein! Aber wir haben mein Lieblingsprodukt. Also die Stempel, weiß ich ja, dass ich sie doppelt habe. Und ganz ehrlich, mit den Blättern, die könnte man sogar zweimal benutzen. Wenn man damit so einen schönen Kranz machen möchte. Mega. Also wie gesagt, weil ich die Stanze einfach total gerne mag. Brauche ich was zweimal? Sind wir ehrlich? Nein. Ne, Kasi? So. Dann. Die haben wir auch doppelt. Und die mag ich nicht. Also die darf gerne zweimal ausziehen bei mir. Ich sehe es gleich kommen, die Tüten sind exakt gleich. Es kann sein, ne? Es stand auch nirgends so drin, dass der Inhalt unterschiedlich ist. So, hier haben wir mein tolles Stempelset. Das lasse ich jetzt natürlich zu. Wie gesagt, modern 3. Und das finde ich echt super, super süß. Oh, hier, die habe ich auch rausgezogen. Die haben wir auch doppelt. Die brauche ich jetzt auch nicht doppelt. Aber ich finde sie sehr cool. Ich glaube, da sind alle gleich drin. Ja, das sind die. Das ist der Rasen. Das ist der Schmetterling. Das ist das tolle Stempelset. Das finde ich aber wirklich schön. Also sehr coole Stempelsets haben sie sich, finde ich, aber dafür rausgesucht. Das habe ich auch. Okay, ich glaube, wartet kurz. Ja, der Tütentango ist exakt der gleiche. Ich weiß jetzt nicht, ob alle, die einen Tütentango bestellt haben, das könnt ihr mir ja sonst gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr alle immer die gleichen Stanzen drin hattet oder es mehrere gab und ich halt einfach die gleichen bekommen habe, was ja völlig in Ordnung ist. Wie gesagt, es stand nirgendwo, dass da unterschiedlicher Inhalt drin ist. Und ich habe das nur gesehen und dachte mir so, oh, wenn du es zweimal kaufst, dann kriegst du einen gratis Goodie-Stempel. So, also, bis auf die einen Blumen kann das quasi einmal alles weiterziehen. Aber ich muss gestehen, wie gesagt, bis auf, dass es halt ein Fail ist, weil ich es zweimal bestellt habe. Ja, haben wir hier einen kleinen Rowdy wieder mitten im Bild. Ja, ich glaube, er hat Hunger. Ne, hast du Hunger? Er hat gerade meine Nase abgeschlappt. Oh, herrlich, ja. Also wie gesagt, der Goodie durfte jetzt bei mir einziehen und die beiden. Und es hieß, es wird solche Tüten vielleicht das ein oder andere noch mal geben. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde sie noch mal holen. Also nicht die gleiche, zweimal reicht. Und für die Zukunft weiß ich dann ja auch, dass es sich nicht lohnt, sie mehrfach zu bestellen. Aber ja, PP würde ich sagen, persönliches Pech.
Und ja, ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Hättet ihr euch über die Tüte gefreut? Habt ihr die Tüte vielleicht bestellt? Ich hatte es euch ja erzählt. Und ja, lasst mich gerne an euren Infos teilhaben. Ich würde mich darüber freuen. Ja, morgen dann einen schönen freien Tag. Lasst euch nicht ärgern und genießt das hoffentlich schöne Wetter. Und ganz ehrlich, ich bin immer noch so begeistert von diesen kleinen süßen Vögelchen. Die sind doch süß, oder? Vernasch mich. Herrlich. Mi, 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 mi. Oh, Timo wird sich schon wieder lustig machen, dass ich einen Mimimi-Stempel bekommen habe. Und der ist einfach wunderschön. Also, ich bin eigentlich eher für hellere. Also, ich mag das nicht so gerne, wenn die so groß sind. Aber ich stempel sowas dann halt immer farbig. Und Federn sind halt total cool. Und ich habe doch so ein Traumfänger-Gerüst von einer anderen Marke. Von wem? Von wem? Von Create a Smile. Und die kann man da, glaube ich, auch mega toll ranhängen. Also, allem im Ein, ich bin mega happy damit. Und wie gesagt, für die Zukunft weiß ich, dass ich es nicht zweimal bestellen muss. Also ihr Lieben, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video und denkt dran, ne? In Hamburg sagt man Moin. Also ihr Lieben, bis dann. Tschüss.